Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zurück zu Let's Play oder Let's Roleplay Fallout Shelter und ich habe den Schild nicht aktiviert. Wie ihr seht, ich befinde mich bereits in der neuen Wohnung und nehme in dem neuen Büro auf. Das Ganze noch ohne Greenscreen. Greenscreen wird noch nachgereicht in den nächsten Wochen. Ich warte erstmal auf den Techniker, dass der hier die Wand aufbohrt und mein Licht wieder macht. Denn ihr seht, ich habe kein vernünftiges Licht. Ich zeig's euch mal gleich. So. Cheat activated. Cheat activated. So. Wenn ich jetzt mein Licht ausmache, sieht das so aus. Ich habe eigentlich ein Flutlicht da oben fürs Let's Play gekauft, damit man mich ordentlich sehen kann. Vorerst muss es so reichen und ja. Zudem, ihr wisst, es werden immer mehr von uns. Das ist ein wenig unschön. Deswegen wollte ich heute mal was Neues ausprobieren und zwar werde ich ein bisschen mehr schneiden, damit wir vielleicht auch ein bisschen mehr, weiß nicht, mit dem Spiel interagieren können. Bisher machen wir das ja so, wir schicken Leute raus, wir holen sie rein, wir schicken Leute raus, wir holen sie rein, wir schicken Leute raus, wir holen sie rein und dann ist Ende. Das ist ein bisschen eintönig für mich, deswegen wollte ich ein bisschen was ändern, dass wir noch ein bisschen rumspielen können, dass wir auch mal die Quests hier machen können, wobei das, ja gut, ist jetzt nicht so wirklich immer machbar, aber ich versuche mein Bestes, zum Beispiel sammle 6500 Kronkorken im Ödland, gut, kriegen wir ein paar Kronkorken, kann man machen, muss man aber nicht. So, folgendermaßen habe ich das jetzt geplant, wir sind 24 Leute derzeit. Die Bruderschaft muss immer noch herausfinden, was sie mit dem Typen macht. Der hat nämlich gute Intelligenz, kann gut bei uns arbeiten. Und ja, solange bleibt er halt draußen, bis das entschieden ist. Wir haben jetzt 24 Leute. Ja, ich weiß, da steht 25, aber wir haben 24, so. 24 Leute haben wir. Minus 2 sind 22, weil 2 ja immer, weil 2 ja immer an der Tür arbeiten. Und dieses Mal ist dran. Muffin und Terraboy. Muffin ist aus dem Urlaub draußen. Das letzte Mal habe ich ja geholfen. War das mit King Julian zusammen? Oder war das hier? Ne, mit Thiago habe ich gearbeitet, ne? Hier ist auf jeden Fall einer rausgeflogen. Gestorben. Mit Thiago zusammen hat er gearbeitet. Aber King Julian war noch nicht dran. King Julian war noch nicht dran, das weiß ich. Deswegen ist King Julian jetzt dran mit mir. Nee, das war vorher die 7. Die 7 ist gestorben. Das heißt, Muff und Terraboy waren dran. Ich weiß es. Wir gucken mal kurz nach, ja? Uno Sekundo. So. Marktplatz-Stream, Fallout Shelter Weitlauf-Challenge. Da haben wir es doch. Ich muss mal kurz nachgucken, wer dran war. Ich kann das auch rausschneiden. Okay, Freunde, ich habe es herausgefunden. Mr. Grün war die 14. Das heißt, wir sind in King Julian schon längst vorbei. Stimmt, er war mal draußen. King Julian war mal draußen, ne? Okay, 14 war zuletzt. Genau, Mr. Grün ist ja neu dazugekommen. Dann ist jetzt Kill 1414 und der Aeroflasher dran. Aeroflasher müsste heute nicht rausfliegen, allerdings würde ich sagen, werden wir ihn heute nochmal benutzen, damit er an der Tür steht und wenn jemand kommt, ja, dann mal gucken. So, Kill 1414, du kriegst natürlich eine neue Waffe, deine Waffe ist fertig geworden. Allerdings wurde bei Baxi ein Befall von Kakerlaken festgestellt und deswegen musste ich die Waffe einsammeln, damit Baxi nicht stirbt. Ja. Schade, 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 da überlegst, dass du da rausgegangen bist. So, und der Aeroflasher, der nach seinem letzten Einsatz fliegen wird. Zack. Kümmern wir uns erstmal um die, die rausfliegen oder was? Also Muffin ist ja nicht mehr im Urlaub. So, wo ist die denn? Die Farbe, da ist die Farbe. So, die 04 wird frei sein. Ich würde sagen, wir schicken erstmal raus. Also ich schicke erstmal alle raus. Alle, die rausfliegen, werden wir dann im Endeffekt machen.
Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn alle rausgeschickt worden sind, ne? Bis gleich. Ein Raiderangriff, Freunde, ein Raiderangriff. Was ich gerade gemerkt habe, Sirana, du, meine Liebe, die jetzt gerade rausgeht, du hast immer noch ja, dein Schrott vom Recyceln dabei. Donnerstag wird das Ganze verschwinden, damit du Bescheid weißt. Wähle endlich dein Zeugs aus. Derzeit kannst du 4 Sachen auswählen, es sei denn, den Rest löscht du. Kannst du dir ein paar mehr Sachen auswählen. Je nachdem. Und Steampacks und so. Aber gucken wir erstmal, ob die beiden da oben überleben. So. Wir heilen natürlich Kill 14 Würzchen zuerst. Wir haben noch 5 Steampacks. Deswegen Irre Flasche, wir heilen dich natürlich auch. Selbstverständlich. Ja, und wenn Kill 14 hier drüben ist, easy. Der kann niemand das machen. Verkaufen wir. Ja, cool. Easy gemeistert. Dann schicke ich weiter fröhliche Leute los und wenn was passiert, melde ich mich. Ansonsten gehen wir natürlich gleich alles nochmal durch, wer mit was losgegangen ist und so weiter und so fort. Also macht euch da keine Sorgen. Ja. Das Schöne ist, ich habe jetzt alle rausgeschickt, und jetzt werden wir nochmal angegriffen. Das ist perfektes Timing, um wieder reinzukommen. Wir werden gleich den einen oder anderen rauswerfen. Wer bist du? Shorty wird auch rausfliegen. Das ist nice. Habe ich schon mal da reingelegt. Und ja, Aeroflash. Du kannst Shorty schon mal befruchten. Obwohl, jetzt wegzulaufen wäre vielleicht nicht die beste. Das ist nicht der beste Zeitpunkt. Du musst meinen Kill 14 14 helfen. Oh, ich habe Schluckauf vor. Zum Glück habe ich was zu trinken, Mann. Aber kurz geguckt, ob ich die Aufnahme gestartet habe. Nice. Perfekt. Ui. Tschüss. Ich muss sagen, ich habe gerade sehr, sehr salzig gegessen, deswegen. Militärbekleidung brauchen wir nicht. So, eine Sache noch, bevor ich jetzt Deadline rausschicke. Ein paar Jungs wollten ein bisschen trainieren. Da haben wir Deadline und Hassan mit Stärke. So, Deadline und Hassan mit Stärke. Wir haben Kill 14 14 und Ehrengardist mit Glück. So, Ehrengardist arbeitet ja mittlerweile hier oben, ne? Ehrengardist. Du wolltest Glück trainieren, Kill 14 14, kleine Pause für dich. Du wirst auch Glück trainieren. Dann werden wir die kurz durchziehen und dann kann Deadline auch noch raus. Und dann gucken wir uns mal an, wie ihr rausgelaufen seid, denn das wollte ich natürlich wissen, nicht, dass da irgendwas Fehlerhaftes passiert ist, ne? Da müsst ihr mich ja informieren, wenn ich Fehler gemacht habe. Die ab und zu mal passieren. So. Wo ist der andere? Deadline? Wie bist du denn da hochgekommen? Hä? Hä? Solltest du auch drin? Okay, keine Ahnung. Der Rest ist. Ah, das liegt am Haustier. Ah. Ich hab was gefunden. Oh Gott, endlich. Ja. Erkunde die Hütte. Oh, endlich, mein Augenblick ist gekommen. Zutritt nur für Einladung, aber nicht für Langweiler. Hier ist es doch absolut tot und du bist es auch gleich. Keine Langweiler, warum wurdest du denn überhaupt eingeladen? Einladung, sagen wir, sie ist mit der Post verloren gegangen. Es ist schwer, selbst zu entscheiden. Keine Langweiler, warum wurdest du dann überhaupt eingeladen? Gut. Meine ganzen Stimpacks sind gleich weg, ich seh's doch. Hä? Das wurde ich nicht. Halt den Mund, das kostet dich den Kopf. Ah, okay. Gut, das war falsch.
Weißt, ich habe das dutzende Male schon gemacht und einfach nicht gemerkt, was die richtige Antwort ist. Egal. Wir schießen auf jeden Fall schon mal die richtigen ab. Oh Gott, ich muss mich heilen. Ich um meine Soundeinstellung hier. Ah, schon viel besser. Aber es ist, die klatsche ich easy weg und dann sammle ich hier den ganzen Kram rein. Oh Gott. Ich habe eigentlich so viel Glück. Jetzt stirbt mir nicht weg, Zero. Und da fehlt einfach der Kritische. Ich habe 15 Glück. Wo ist mein Kritischer? Jetzt ist er tot. Jetzt bringt mir das so gut wie gar nichts. Ja, wie ihr seht, das mit den Timbanks handhabe ich bei mir genauso wie bei euch. Von daher, macht euch da mal keine Sorgen. Naja, kriege ich wenigstens Loot von denen. Auch wenn ich sehr, sehr viele Stimpacks dafür verschwenden muss. Oh, ein Kritischer. Ah, dreifacher Kaioken. Schade. Egal, besser als gar nichts. Tod ist tot, ne? Wie man so schön sagt. Es sind nur noch drei übrig. Aber ja, ich verbrauche hier so viele Stimpacks, das tut so weh. Ich hoffe, ich finde hier was Vernünftiges. Etwas, wofür es sich auch gelohnt hat, hierher zu kommen. Vielleicht ein Haustier oder so. Vier Stimpacks, ey. Oh, damit hätte ich locker 7 Stunden laufen können. 7 Stunden, Leute. Oh. So traurig. Ja, jetzt bringt mir der Kritische auch wenig. Soll ich das vielleicht wieder da unten aufheben? Ich heb mir. Na, wo scheiß drauf. Wenn da unten kein Gegner ist, ist es doof. 5 Kajoken! Boom. So. Ein Schlafanzug. Kronkorken. 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 Ja, von den Kronkorken hat sich doch schon gelohnt. Hm. Aber ich behalte meine förmliche Kleidung. Stimpacks! Ich bin wieder plus. Ha! Haha. Gut, hätte ich die richtige Antwort gegeben, hätte ich easy 27 gehabt. Nee. 29 Stimpacks hätte ich gehabt. Ach du Scheiße. Ja, war ja klar. Stimpacks und eine Goldmine. 35. Oh, Stimpacks. Ich hätte locker 39 Stimpacks haben können. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Naja, gut. Shit happens. Mal gucken. Das wird mir auf jeden Fall ordentlich viel Geld einbringen. Oh, eine Golduhr. Wieso nicht? Nun denn. Fortan gehen wir natürlich weiter und ich trinke wieder einen Schluck. Sieht schon nicht schlecht aus, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, dann machen wir es so, dass wir kurz beschleunigen. Wir haben hier Kill 1414. So, ein bisschen Glück. Kill 1414 geht daraufhin wieder zurück. Wer bist du? Ehrengedisst. Ehrengedisst wollte auch Glück trainieren, logischerweise. Dass überall nur ein Haustier reinpasst, ey. Irgendwie schon ein bisschen bitter. Du läufst mal zurück zu deinem Platz. So, dann haben wir hier Deadline. So, damit kann Deadline auch endlich raus. Du willst dich nochmal trainieren? Willst dich nochmal trainieren? Ich will dich angucken. Wir müssen ein bisschen vorspulen. Deshalb wollte ich eigentlich vermeiden, dass ich das mit euch mache, dieses ewige Hin- und Herspulen. Weil das kostet eigentlich am meisten Zeit. Nein, das wäre ein bisschen zu viel vorspulen. So. Gut, einmal müssen wir noch. Ich spule jetzt momentan immer eine halbe Stunde vor. Das ist einfach
am praktischsten? So, Deadline, damit kannst du auch raus mit 25,15. Have fun. So, wer wollte denn noch trainieren? Der Hassan. Muss jetzt Hassan hin. Ach, da versteckt er sich. Du, Hassan, du gehst auch nochmal Stärke trainieren. So. Jo, bereit. Irgendwann ist es damit auch glücklich. Irgendwann ist geht wieder arbeiten. So, nur noch Hassan und dann haben wir es. So, Mr. Handy muss natürlich losgehen. Ich glaube, das war der von Deadline, ne? Das kommt doch, wenn man keine. Schon wieder? Okay. Warum nicht? Man kann es auch übertreiben mit dem Angreifen, ne? Ich meine, so viele sind gar nicht von uns weg. Na, dann lass sie mal, ne? Dann lass sie mal. Frage ist, wollen wir diese Quest behalten? Diese müssen wir auf jeden Fall behalten und verkaufe zwei Schrottteile. Ich guck mal in den Marktplatz. Vielleicht möchte ja jemand schon Schrottteile verkaufen. Aber ins Inventar. Wir haben hier einen Teddy und eine Kamera. Jo, die nehme ich weg. Marktplatz-Stream werden wir diese Woche nicht machen können. Weil logischerweise heute Montag ist und am gleichen Tag Marktplatz-Stream. Ist ein bisschen blöd. Eine Kamera und oh, er hat's überlebt. Oder einer ist durchgekommen. Lol. Das kann auch weg. Zack. Und ein Teddy. Kann ich die eigentlich gleich wegnehmen, ne? So. Dem Mr. Handy geht's auch nicht mehr so wirklich gut, ne? So, und ein Teddy-Shirt. So können wir das eigentlich handhaben. Einmal kurz durch den Mülleimer gucken, gucken, was verkauft werden soll und dann können wir die Quest easy abschließen. Zack. Noch eine Leiche dazu gewonnen. Und ja, wir gehen jetzt mal kurz alle durch. Wir beginnen am besten jetzt bei Nummer 1. Wir haben hier Deadline. Deadline haben wir mit 25,15 losgeschickt. Mit seiner Power-Rüstung, mit seinem Plasma-Gewehr. Dann haben wir hier Muffin. Haben wir mit 0 Stimmex losgeschickt und 10 Redaway. Einfach weil er nichts gekauft hat. Das ist das, mit dem du losgelaufen bist. King Julian hat seinen Sheriff Stompmodell Land zum Losgehen. 25 Stimpacks, 15 Redaway. Wir haben Kiago, hat auch nichts geholt. Deswegen hat er 0 und 2. Das ist das, was er derzeit trägt. Wir haben Ilja. Ilja kriegt natürlich seine schicke, förmliche Kleidung. Und mit 25,12 losgegangen, beziehungsweise ich glaube schon einen verloren. Serada mit 0,0 losgegangen, weil nichts gekauft und Inventar voll. Und meine Wenigkeit schon 2200 Kronkorken. Ha. Ja, das war's schon. Das sind die Leute, die rausgegangen sind. 7 Stück an der Zahl. Wir schicken jetzt momentan 7er Truppen raus. Und ja, das war's eigentlich. Hassan hat Stärke trainiert. Zack, und geht weiter arbeiten. Und du wolltest doch rausgehen, Mr. Handy, wem du auch immer du gehörst. Weil ich kann natürlich nur die Namen einordnen von den ganzen Leuten. Aber du müsstest ja theoretisch Deadline gehören, weil sonst da niemand drin war oder Ehre ist. Bin ich mir so sicher. Agent 2.0 war, glaube ich, Ehre ist, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. So. Ja, das sind die Ausgänger. Bin gespannt, was die mitbringt. Ich werde gleich natürlich wieder vorspulen, allerdings wieder ohne euch. Ich versuche einfach nur so wenig wie möglich zu machen. Sammle. Oh Gott, nein, das machen wir nicht. So wenig unnötiges Zeug wie möglich zu machen. Nein, das machen wir auch nicht. Erziele 11 kritische Treffer. Lösche 7 Waldfeuer. Sammle. Ach, okay. Gut, ich glaube, das mit den Quests können wir echt vergessen, ey. Aber wir können hier mal einen Tempomodus machen. Da können wir die Leute wenigstens versuchen, so glücklich wie möglich hinzukriegen. Zack. Halte 10 Unfälle auf. Da müssen wir jetzt durch. Ich darf nicht einfach random irgendwelche Sachen abbrechen. Da macht das auch keinen Fun. Kann ich so lange abbrechen, bis dann eine Lunchbox kommt. Dann ist das auch ein bisschen blöd, ne?
Ja, irgendwie das Ganze so hinzukriegen, dass es das alles funktioniert, ist nicht immer so einfach, muss ich sagen. Naja, ansonsten, wenn wir das hier gleich mit 6500 Kronkorken locker hinkriegen, spätestens wenn ich nach Hause komme, dann gucken wir nach neuen Quest. Ja, das Gute ist, einer hat bereits was im Ödland erkundet. Das ist der Zeitpunkt, wo ich normalerweise dann immer vorspule, weil einmal lasse ich es zu. Mehrmals mit ein bisschen Glück während des Vorspulens, wenn da noch jemand was im Ödland was findet, gehen wir nochmal hin. Aber meist ist das einmal pro Truppe, dass ich das zulasse und danach spule ich vor. Nö, das ist immer der Plan. Und was ich hier in der Hand habe, weiß ich nicht, das tut weh. Das ist nicht so gut. Gut, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn alle wieder da sind und dann widmen wir uns weiteren Quests und ja, mal gucken. Bis gleich. So, damit ist der Letzte zurückgekehrt und ja, ich habe irgendwie nicht so viel nach Heim gebracht, wie ich dachte. Diese 10 extra Stimpacks haben mir irgendwie einen Scheiß gebracht. Keine Ahnung, irgendwie, ja. Habe ich anscheinend sehr aufs Maul bekommen zum Schluss. Wirklich gute Sachen habe ich jetzt auch nicht mitgebracht, irgendwie. Viel Schrott. Ja, die Golduhr habe ich natürlich bekommen, aber. Fangen wir erstmal mit mir an. So. Wir haben bei mir einen Platz nur noch. Ah, shit. Ja, durch den Umzug hatte ich einfach so wenig Platz, dass ich mich da überhaupt gar nicht drum kümmern konnte. Gut, eine Sache darf ich behalten. Wir verkaufen die normalen Gegenstände für 520 Kronkorken. Greaser Outfit. Ah, Golduhr. Bürgermeister. Robuste Kampfrüstung ist auch nicht schlecht. Naja, ich würde sagen, ich nehme nichts mit. Sieht alles nicht wirklich gut aus. Na gut, das heißt, ich bekomme zusätzlich nochmal 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Kronkorken. Ja. Wir haben noch das Plasmagewehr an. Das rostige Plasmagewehr haben wir nicht mehr dabei gehabt, da habe ich mir einfach ein Plasmagewehr gegeben. 17 bis 18 Schaden, also. Dieser 0,5 Schaden mehr, ganz ehrlich. So. Deadline. Deadline hat 3999 Kronkorken gefunden. Er ist am längsten gelaufen von uns allen. Wobei er ist auch am spätesten reingegangen, ne? Gut, er ist eigentlich quasi genauso lang gelaufen wie ich. So, 540 Kronkorken. Und Deadline, du hast Platz von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich nehme an, du willst die Militärplatine behalten. Oh, verbesserte Overall kannst du behalten. Filmfan-Outfit kannst du auch behalten. Das wären schon mal drei Sachen. Sucht der Deadline irgendwas Spezielles? Nein, Deadline sucht nichts Spezielles. Das heißt, Sturmgewehr, gebe ich dir noch ein Mikroskop mit. Weiß nicht, das mögen alle ja. Nö. Dann kriegst du auf jeden Fall eine Militärplatine, ein Mikroskop, ein verbesserter Overall und ein Filmfan-Outfit und zusätzlich 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 Kronkorken plus 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Kronkorken. Das trägst du derzeit und wir sammeln dich ein. Kommen wir zu Ilja. Ilja, du hast genug Platz von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätzen. Wir verkaufen die normalen Gegenstände für 660, 5360 Kronkorken kriegst du dazu. Und ja. Ansonsten hast du nichts Gutes. Ich werde dir mal die Bauutensilien da lassen. Du für den Fall der Fälle, dass du irgendwas bauen möchtest. Ansonsten suchst du was Spezielles, Ilja. Ilja sucht nichts Spezielles. Deswegen ein Globus, ein Brahmin-Leder, eine Schaufel, noch eine Schaufel und ein Teddy. Das trägst du derzeit. Wir sammeln. Kommen wir zu King Julian. King Julian sucht Militärplatinen, Laborglas und Globuli. Globuli. Zwei hat er schon, aber er will anscheinend noch mehr. Gut, wir verkaufen die normalen Gegenstände für 420. Ich muss das mal aufmalzen, sonst sehe ich das nicht. Labor ist Gold, Militär ist Gold, Globi, Globus und so weiter ist nicht Gold. So, Gefechtsrüstung.
Globus hast du auch nicht gefunden. Gut, ich gebe dir mit ein Bibliothekars-Outfit und eine robuste Gefechtsrüstung. Denk dran, dass ihr Sachen recyceln könnt. Da könnt ihr auch Globuli drin finden. Und du kriegst zusätzlich 100, 200, 250 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Kronkorken. Das ist das, was du trägst. Wir sammeln dich ein, Kiargo. Kiargo, du kannst viele Sachen tragen. 2, 4, 6 Sachen insgesamt. Wir kaufen deine normalen Gegenstände für 160. Du behältst damit auch ein Brahmi-Leder und eine Kamera und 2, 4, 6, 8 Kronkorken dazu. Das trägst du derzeit und wir sammeln dich ein. Kommen wir zu Muffin. Muffin, du kannst genug Sachen tragen. 2, 4, 6, 7. Aus dem Urlaub bist du draußen. Und wir kommen den normalen Gegenstand für 110. Suchst du was Spezielles? Muffin sucht nichts. Deswegen gucken wir mal. Kriegst ein Mikroskop und ein Brahmin-Leder. Das ist das, was du trägst. Serana, 830 Kronkorken plus 100 Kronkorken. Du kannst nichts tragen, deswegen kriegst du 50, 52, 54, 56 Kronkorken dazu. Das ist das, was du trägst. Und wir sammeln dich ein. So, Gott, Big Gamer. Wir sammeln dich ein. Denn du, mein Freund, fliegst heute raus. Oh, cool. Geh mal da unten hin. So. Shorty fliegt ja auch raus. Ich würde sagen, dann gehst du erstmal da runter. Suchst dir ein Mädel aus, was du willst, ne? Na, machst du da ein bisschen rum und... Dann komm mal zurück. Verkaufe 14 Schrottteile. Boah, vielleicht kriegen wir es hin. Mal gucken. Das müssten die aber easy hinkriegen. Wieso bist du so traurig, Zero? Vielleicht, weil du halb tot bist. Aber ich muss dich gar nicht heilen, ne? Nee, nee, nee. Aber ich muss die beiden heilen. Zack. Zack. Und solange kippe ich mir was zu trinken rein. Haha. Diese Frische. So. Habt ihr es jetzt? Wir werden heute ganz schön oft angegriffen. Habt ihr das schon mal gemerkt? Alte Seelen verlaufen. Nice Sache. Gut, das ist kacke. Ein paar Kronkorken mehr dazu. Wir haben hier noch ein Mr. Handy rumstehen. An wen ging der? Auktion. Der ging an... Ja, an die Bruderschaft, aber ich weiß jetzt nicht an wen genau. Wir lassen ihn einmal für die Bruderschaft laufen, dann passt das schon, also. Die werden schon wissen, wen sie ihm den geben. Aber ich hätte es gerne, wenn jemand persönlich ein Mr. Handy hat. Wie gesagt, ich war letzte Woche im Umzugsstress, deswegen habe ich nicht viel mitbekommen auf Discord. Und ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist, dass ich hier in einer neuen Butze bin und alles so in seine geregelte Form geht. Seid ihr Geschwister? Von dir will ich nichts hören, hau ab. Was ist mit euch? Naja, wir werden es wohl nie erfahren. Gut, solange die da ein bisschen rumquatschen, würde ich sagen, verteilen wir erstmal die neuen Leute. So, dann Deadline in der Kaffeepause. Zum Glück weiß ich, wo ihr alle hingehört. Zack. Dann haben wir Serana. Du kriegst natürlich dein Swingkleid wieder, ne? Seht ihr mal, ich hab die meisten Sachen habe ich schon im Kopf. So, Swingkleid. So, wo bist du jetzt? Da. Dann haben wir Ilja mit seinem Sportsfan-Outfit. Habe ich mir gemerkt. Er hat sich beschwert. Wenn sich jemand beschwert, dann brennt sich das in meinen Kopf rein.
Das einzige Problem, was ich in der nächsten Zeit sehe, ist, dass mit den Haustieren in große Räume können nur zwei Haustierpaare rein. Das heißt, hier sind wir mit Haustieren voll. Da passen noch ein paar Haustiere rein und so ein Kram. Also müssen wir demnächst schon ein bisschen umplanen. Vielleicht mehr Gebäude bauen. An euch gerichtet. Kiago, du gehst weiter jobben, arbeiten. King Julian, du gehörst da rein. Du kriegst natürlich deine Rüstung, ne? Habe ich jetzt nicht gemerkt. Ich glaube, das war die P5. Wo ist er? P5. Ha! Das hatte ich so ansatzweise schon im Kopf. Das war ein verbesserter Warlord-Anzug, ne? Robuster. Dann haben wir Muffin. Muffin, du kommst natürlich da wieder hin. Dann haben wir alle beseitigt. Gut. Müssen wir gleich schon wieder rausschicken. Allerdings. Verkauf 14 Schrottteile. Ich würde sagen, wir schicken erstmal alle raus und dann gucken wir, ob wir genug Schrottteile haben, um ja, Schrott zu verkaufen. Ansonsten, du und ich, wir gehören einfach zusammen. Ja, und ich schmeiß euch gleich beide aus der Vault raus. So, dann machen wir gleich noch mit den Good Big Gamer rum. Dann haben wir zwei Kinder. Brauchen wir noch ein drittes, ne? Drei Kinder brauchen wir. Die. Das wird ein Massaker. Wir haben Ärzte. Ja. Seid ihr jetzt durch mit Tanten? Können wir langsam? Wem gehörst du? Wir haben zu viele Mr. Handys. Leben, um zu dienen, dienen, um zu leben. Mr. Handy. Leute, gebt eure Mr. Handys Namen. Ich meine, ich kann natürlich nachgucken. Mal gucken wir mal. Mr. Handy, Deadline. Ehrengardist, Kill 14, 14, Double X. Haben wir vier Stück? Ach, Double X arbeitet hier. Ah, gut, das erklärt einiges. So, jetzt produziert das Telefonkind. Vielleicht ist da hinten noch ein Labor und sie machen einmal schwipp, schwapp, schwupp. Und dann haben wir ein Reagenzglaskind. Wer weiß das schon? Ja, kommen Sie zu. So, sehr schön. Gut. Du wirst dich dann mal in diese Räumlichkeiten begeben. Und jetzt seid ihr beiden dran. Familie. Familie. Wer fliegt noch raus? Haben wir noch jemanden, der rausfliegt? Fliegt bald. Fliegt bald. Nö. Gut, dann suche ich mir einen aus. Wer möchte denn Geld haben? King Julian hat kein Geld. King Julian ist ziemlich arm. Das heißt, wir lassen King Julian mal den Vortritt. Wobei, der muss jetzt raus, oder? Ne, der war draußen. Hatte ich Mrs. Anon in den Urlaub geschickt, anstatt, ich glaube schon, ne? Egal. Wer sich nicht beschwert, hat selber Schuld. So, zwei Unfälle aufgehalten. Dann King Julian, du warst draußen, ne? King Julian war draußen. Gut, King Julian. Wird Zeit, dass du ein bisschen Geld nebenbei verdienst. So, geh mal dahin. Du gehst in die Bar, säufst ein, solange deine Schwester geschwängert wird. Das ist doch genau das, was man möchte als Mann. Wenn im selben Raum. Können wir versuchen, aber ich glaube, er wird es nicht zulassen. So, ich habe den mysteriösen Fremden gehört, hat er. 2000 Kronkorken? Nice Sache. So, wir stehen auch kurz davor, die Lunchbox zu bekommen. Das heißt, das wird richtig easy. Und ja, ich würde sagen, wir nutzen jetzt mal die Zeit der Schwangerschaft, um vorzuspulen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe alle rausgeschickt. Da haben wir es. Ich habe entschieden, maximal jetzt noch 15 Right Away mitzugeben, weil wir werden nie im Leben
Niemals wird irgendjemand 25 Red Away brauchen, deswegen schicke ich euch jetzt mit 15 Red Away raus. Das langt vollkommen und ihr werdet mit noch Zeugs zurückkommen. Also ich versuche da den optimalen Wert zu erreichen. Ich werde jetzt ein bisschen darauf achten, was so das Typische ist. Vielleicht werden wir auf 10 runtergehen, weil ich bezweifle, dass 15... Wir sind Router, wir sind cool. So. Ich habe nebenbei YouTube die Video laufen gehabt und habe so gerade weiter moderiert und denke mir, wer quatscht mir denn die ganze Zeit rein? Und ich gucke mir da ein Zombie-Video rein, weißt du? Und ich denke mir, wer quatscht denn da die ganze Zeit? Oh, so, Deadline. Es wird wieder Zeit, die anderen Räume zu beschützen. Go, go, go. Ja, wir sind soweit durch. Wir gucken uns mal die Leute an, die rausgeschickt worden sind. Nicht wundern, ich schicke euch jetzt derzeit mit 15 Red Away raus, weil mehr brauchen wir einfach nicht. Und das wäre einfach viel zu viel Zeitverschwendung, jetzt alle mit 25 Red Away loszuschicken. Das ist unschön. So, wir haben hier Terraboy mit 25,15. Wobei, wir fangen mal bei der 1 an, ne? So, Deadline wird das schon schaffen, ich vertraue ihm da. So, Max Medlop mit 8 Stimpaks losgeschickt, sonst nichts weiter, weil er nichts mehr hatte. Mr. Grün mit 3 Stimpaks losgeschickt. Aiden Core mit 24, ich weiß nicht, der war anscheinend zu geizig, um einen Stimpak doch zu kaufen oder kein Geld, keine Ahnung. 10 Runaway. Und dann haben wir hier Baxi mit 25,15. Awesome Vloggerin mit 25,15. Hat schon einen verbraucht, anscheinend. Ne, 14 war das, 14. Ich glaube, das war richtig mit 14. Awesome Vloggerin. Ne, das waren 15. Dann waren es 15. Ich habe einen zu wenig gegeben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Awesome Vloggerin schon einen Redway benutzt hat. Das heißt, sie ist mit 14 losgegangen. Aber das ist nicht so schlimm, das ist nicht so schlimm. Wir gehen weiter zu Ehrengardist mit 25,15, zu Terraboy mit 25,15. Und dann laufen noch ein paar Mr. Handys rum. So, hast du es überlebt? Ja. Ah. Und, das geht flott, da können wir gleich schon wieder vorspulen. Ehrengardist. Mal wieder der feine Herr. Kann man jemand anderes irgendwie was finden? Irgendwer, der es braucht? Wäre das vielleicht drin? Und wir haben gleich noch ein bisschen was zu tun. Wir haben ein Kind bekommen und da, ein Raum. Todeskrallen? Ein paar Raider. Lange überleben die auf jeden Fall nicht. Frischfleisch, wie gut. Ja gut, mit seiner Rüstung muss ich ihm, glaube ich, nicht mal was geben. Da wird er hier alle weghauen. Ehriger, das ist viel zu gut ausgerüstet, Leute. Er ist viel zu gut ausgerüstet. Wenn er gleich noch was Stimpacks bekommt, ey, ja. Das gibt ihm viel zu viel Plus. Ja, da ist schon der erste Tod. Das soll ein legendärer sein. Ich kann Ehrengedist gleich immer heilen. Deine Katze ist abgehauen. Tolle Katze. Ach, kein Wunder, Deadline. Kann ich verstehen. Der arme Ehrengedist muss mit Deadline rumlaufen, also. Ob das jetzt gut ist, weiß ich ja nicht. Komm schon, noch ein bisschen, dann kann ich das Stimpack einsetzen. Boom. So, voll geheilt, würde gleich wieder rausgehen. Ein Stimpack hat ihm die ganze Sache hier gekostet. Mal gucken, ob es das wert war. Ein Giddyup. Kronkorken, Kronkorken, Kronkorken. Zum Glück nicht so viel. Und eine Waffe. Was hast du denn da? Rostiges Plasmagewehr. Und eine Glückskleidung, eine blaue. Ich denke, die will jemand bestimmt haben. L5, schicke förmliche Kleidung. Gut. Zum Glück keine Lunchbox gefunden. 110 Kronkorken. Also, na gut. War nicht der beste Landgang, den man hatte, aber naja. Ist ja auch nicht so schlimm. Okay, seltsame Kommentare. Gut, wir haben ein Kind bekommen. Wir haben hier von Shorty, du wirst Nummer 17. Ihr könnt euch nun auf Nummer 17 bewerben. Nummer 17 ist nun freigegeben. Wir werden noch ein Kind schaffen, aber nicht mit dir. Wolltest du nicht schwanger werden? Sag mal, King Julian. Du hast
hat er sich einfach verzogen. Weißt du? So, das ist ein Stecher, weißt du? Denkt, er hat seine Frau geschwängert und haut schnell ab. Und dann ist sie nicht schwanger. Tja, so kann's laufen. Okay, jetzt aber richtig hier. Oder wart ihr auch Kinder? Geschwister. Wir sind so ein tolles Paar. So sind die Frauen, Freunde. Wenn Frauen schlecht behandelt werden, dann freuen sie sich, wenn der Mann zurückkommt. Und Regi freut sich natürlich auch, aber ich behandle sie gut. Wirklich. Wirklich. Vielleicht sogar schon ein bisschen zu gut. Ja, fühlt sie sich wie eine Prinzessin. Wahrscheinlich horcht sie jetzt noch an der Tür. So ein Lappen. So. Gut, das war der Plan auf jeden Fall. Wir gucken mal. Wir wollten 14 Schrottteile verkaufen. Wir gucken, was wir so haben. Wir haben auf jeden Fall Ramineder, Schaufel und Militärklebeband. Schrott. Braminleder. Schaufel. Braminleder. Und Militärklebeband. So. Das waren schon mal drei Stück. Dann haben wir eine Kamera und zwei Teddys. Eine Kamera und zwei Teddys. Wir haben immer so viele Teddys, weil ich mal wieder lange nichts gelöscht habe. Aber jetzt ist endlich der Umzug durch, Freunde. Jetzt habe ich endlich wieder die Gelassenheit und die Zeit, alles zu machen. Ich freue mich so sehr. So, wir haben noch zweimal Militärklebeband. Weiß nicht, ob das reichen wird. Aber im Zweifelsfall verkaufe ich ein paar Teddys, weil bei denen weiß ich, dass ich sowieso keine haben will. So. Zack. Dann haben wir noch ein Teddy. Wieso gebe ich euch überhaupt die Teddys noch mit? So, dann haben wir eine Kamera, zwei Braminleder und zwei Teddys. Dann haben wir zwei Braminleder, zwei Kameras. Ein Teddy und zwei Kleber. So. Ich glaube, das war's schon, ne? Mehr brauchen wir nicht. Yeah, baby. Schließe 8. Und dafür kriegen wir eine Lunchbox, ey. Halte 10 Unfälle auf. Ja, das könnte ich jetzt beeinflussen. Puh, müssen wir warten auf die Unfälle. Und 8 Quests. Im Leödland. Hör auf darauf zu klicken, Zero. Was ist denn los mit dir? Öde Spezialstatistik. Wir brauchen noch. Oh Gott, wir brauchen 11 Leute. 11 Leute, die noch trainieren wollen. Apropos 11 Leute, ich werde mal dem Double X ein bisschen helfen, wenn ich jetzt schon ein bisschen mehr Zeit habe. Zack. Weiß ja Bescheid, dass die durch sind. Ja gut, ich würde sagen, wir haben den Ödlandsausflug. Ach, jetzt tanzen sie. Jetzt tanzen sie. Wir haben den Ödlandsausflug durch. Unfall, Deadline, Unfall. Go. Go. Das wird er niemals im Leben schaffen. Geh da hin. Bezweifle stark, dass er da noch ankommen wird. Man kann doch keinen Unfall aufhalten. Schafft das noch? Er hat es noch geschafft. Ich bezweifle stark, dass er es noch schafft, den Unfall da hinten aufzuhalten. Geht das jetzt da weiter gleich? Ich wette, wenn ich da hochgehe, sind die gleich weg. Er hat es noch geschafft, den Unfall aufzuhalten. Da, ja. Schaffst du es noch da hoch? Komm schon, wir müssen den Unfall aufhalten. Und die sind gleich weg. Zählt das als Unfall aufhalten, wenn sie einfach weggehen? Die sind weg. Deadline, du bist ein schlechter Kammerjäger. Ganz ehrlich.
Aber Deadline ist doch rechtzeitig dein Ge. Naja, war hier, ne? Deadline muss da rechtzeitig ankommen. Wir brauchen hier noch ein Gebäude und einen Fahrstuhl. Möchte jemand da etwas bauen? So. Okidokili. Ich würde sagen, jetzt hat er es endlich geschafft. Geh zurück. Und dann tauschen wir mal. Du gehst dahin, du gehst dahin. Wir brauchen jemanden Neuen, der gerne ein bisschen Geld verdienen möchte. Männlich, hat nichts angegeben. Weiblich, männlich, weiblich. Weiblich. Weiblich, weiblich. Deadline, 450 Kronkorken. Gut, Deadline. It's your turn. So. Ich hoffe, er ist nicht kastriert. Wenn er jetzt kastriert ist, ist ein bisschen blöd, dann muss ich ran. Und eigentlich darf ich ja nicht die fremd telefonieren. Es wäre so, als wenn ich den 0800 vorwählen würde. Es geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ne, 1, 2. Ne, gar nicht, die gar nicht, ne? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, gut. Habe ich gut gemacht. Shorty kann ja bald weg. Sobald sie das Ding ausgepresst hat, kann sie auch weg. Und ihre Flasche fliegt dann zum Schluss. Guter Plan, ne? Finde ich auch. Finde ich auch. Gut. Wo bist du? Wo bist du, Kleiner? Keine Ahnung, ich finde ihn nicht. Ich würde sagen, wir spulen jetzt vor. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn sie alle wieder zurück sind. So, Freunde. Alle sind heimgekommen. Wir haben zwei neue Kinder, um die wir uns natürlich gleich kümmern werden, nachdem die neuen wieder draußen sind. Wir sammeln ein. Wir fangen natürlich vorne an. Ich habe übrigens jetzt dem Bruder die 14 gegeben. Das heißt, wenn ihr euch für die 14 bewerben möchtet, dann müsst ihr euch an die Bruderschaft widmen. Ganz einfach. Die Bruderschaft, wenn Double X irgendwo einen Kommentar schreibt, schreibt einfach Double X oder schreibt einfach einen Kommentar hin für Double X, der wird das definitiv lesen, der wird da bestimmt reingucken. Wenn ihr euch für die 14 interessiert, fragt ihn am besten, er entscheidet da über diesen Charakter. Ich weiß nicht, ob es schon entschieden ist. Wie gesagt, letzte Woche war ich so ziemlich gar nicht in Discord, weil wegen Umzug in die neue Butze, die ihr mir hinter mir jetzt sehen könnt, ohne Greenscreen. So sieht's aus. Ich nehme jetzt nämlich das erste Mal Fallout Shelter in Berlin auf. Draußen ist Berlin und ich realisiere das überhaupt gar nicht, dass ich gerade in Berlin bin. Das ist einfach verrückt. Einfach verrückt. Wir gehen zu Terraboy. Wir gucken bei Terraboy in sein Inventar. Er sucht nach was Speziellem. Er sucht nach Mikroskopen, Platinen und Giddies. Wir verkaufen erstmal die normalen Gegenstände für 730 Kronkorken, dann haben wir 4909 Kronkorken noch, da haben wir ein Mikroskop. Ja. Was haben wir noch? Siphon. Mikroskope, Platinen, ja. Gut. Mikroskope sind die einzigen, die er sucht. Na gut, dann Mikroskop hier. Ja, ansonsten nicht viel gefunden. So, er bekommt jetzt ein Mikroskop. Zwei Mikroskope bekommt er. Plus 100, was? Also hier. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950 Kronkorken. Plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Kronkorken. Das ist das, was du trägst. Immer noch eine hammergeile Waffe. Und wir sammeln dich ein. Kommen wir zu. Nein, das ist Mr. Handy. Ich habe übrigens die anderen Mr. Handys jetzt auch losgeschickt. Das heißt, macht euch keine Sorgen. Außerdem von Kill 1414 habe ich anscheinend vergessen. Du musst natürlich auch weg. Dann sehen wir nämlich insgesamt, wie viele Mr. Handys wir wirklich haben. So. Ist Bug. Gehen wir zu. Du bist nicht ehrengedisst. Du bist Aiden. Warum leuchte ich so grün?
Okay. Ich leuchte einfach grün, weil hier alles grün ist. Naja. Ich kann auch noch näher rangehen. Damit kann ich alles verdecken. Einfach weil es, weil meine Hände grün leuchten, je näher ran ich gehe. Verrückt. Naja, Aiden, du hast das Ganze an hier. 2026 Kronkorken plus 450 Kronkorken. Aiden, suchst du was Spezielles? Aiden, du suchst nichts, hast aber Platz ohne Ende. Ja, 9 Stück, easy. So, wir gucken mal, was kannst du denn gebrauchen? Ich gebe dir einfach von allem ein bisschen was mit. Professoren-Outfit kannst du auch behalten. So, du bekommst ein Mikroskop, ein Globus, ein Professoren-Outfit I4L1. Du bekommst ein Kleber, 2 Globuli noch dazu. Habe ich den Globus schon erwähnt? Ich weiß es nicht. Das heißt insgesamt Mikroskop, 3 Globus, Globuli, ein Kleber und ein Professoren-Outfit. Wir sammeln. Baxi. So, Baxi, wir gucken bei dir. Du hast genug Platz von... Ich sag bloß, du suchst Mikroskope. 3 Mikroskope, gut, er hat jetzt 4. Passt. Ein Giddy und die Militärplatinen. Wir kaufen die Nummer Gegenstand für 670 und er bekommt 9670 noch dazu. Das Gleichsgewehr kannst du behalten. Die Kampfflinte kannst du auch gerne behalten. Ja, der Laborglaskolben sowieso. Ja. Und dann kommen wir auf dein Loot von einem verbesserten Gleichsgewehr, 14 bis 16. Kampfflinte 13 bis 14 und ein Laborglaskolben. Zusätzlich kriegst du 100, 200, 300, 400, 450 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 18, 20, 16, 14. Ihre Gedist. So, 6815 Kronkorken plus 980 Kronkorken. Was sucht denn der Ehrengardist? Der Ehrengardist sucht Mikroskope, Platinen und Giddies. Okay, wie viel Platz hast du überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Plätze hat er frei. Die drei gefalten Flaggen will er anscheinend nicht haben, weiß ich gar nicht. Oh, ein Giddy hat er auf jeden Fall. Wie viele Mikroskope hast du am Start? 2, okay. Gucken wir mal, ob du es wirklich brauchst. Noch ein Giddy. Okay. Und eine schicke förmliche Glückskleidung, okay. 5 Sachen, ja gut, gucken wir mal. Das kann auch schon ziemlich wertvoll für ihn sein. Wir haben jetzt mit den Giddies. Wir machen erstmal das Wichtigste. 2 Giddies. Und 2 Laborglaskolben. Ich glaube, die waren wichtig. Ich bin gelb. Ich würde sagen, der ist jetzt nicht so wichtig, genauso wie der. Drei, vier, fünf. Okay, du behältst ein Laborglaskolben. 2 Giddies. Ein rostiges Plasmagewehr und eine schicke förmliche Kleidung. Das gebe ich dir mit. Plus erhältst du ganz, ganz viel Geld. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000, 2100, 2100 plus. Jetzt kommen die ganz billigen Sachen noch zu. Er findet immer weniger billige Sachen. Seht ihr das? 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kronkorken. Das ist das, was du trägst. Holy shit. Oh Gott. Awesome Vloggerin. 2259 Kronkorken plus 400 Kronkorken. Awesome Vloggerin. Dich gucken wir natürlich auch an. Du suchst nichts Spezielles. Hast 5 Plätze frei. Okay, ich habe richtig geguckt. 5 Plätze frei. Und du behältst. Drei, fünf, ja, passt doch.
Ein Mikroskop, ein Globus, zwei Kameras und eine Schaufel. So, wir sammeln. Max mit Lob 1950 Kronkorken plus 230 Kronkorken und du behältst wahrscheinlich den Globus. Wer war das? Xmetlop. Da. Ja, du kannst zwei Sachen tragen. Eine Sache behältst du. Und wir sammeln ein. Mr. Grün, 807 Kronkorken plus 140 Kronkorken. Du erhältst einen Kleber. So, Mr. Grün. Ich hoffe, ich habe hier keinen Fehler gemacht. Mr. Grün. Oh gut, er kann noch genug tragen. Perfekt. Und dann haben wir noch die 17 übrig. Ja. Warum immer da? Du, bleib stehen. Lauf dahin. Okay, du fährst mit dem Fahrstuhl hoch. Ach, das ist nur eine Katze. Lauf, Mann. Lauf. Du kannst es aufhalten. Das Einzige, was wir machen müssen, ist den letzten Raum zu sichern. Wenn wir den letzten Raum sichern, dann ist alles gut. Okay, mach mal hier kurz einen Stopp. Das ist doch nicht dein Ernst. Lauf da hoch, Mann. Oh, sie halten die Kakerlaken auf. Nice. Die Kakerlaken verschwinden gleich. Komm schon. Komm schon, Deadline. Ich glaube, er hat es rechtzeitig geschafft, oder? Okay, jetzt muss ich nur noch heilen. Alles ist gut. Stimpacks haben wir auch ohne Ende. Passt. Wir haben natürlich eine Lunchbox bekommen, währenddessen wir gewartet haben, denn Ehrengard, das läuft halt 5 Tage. Also das ist schon fast eine Lunchbox wert. Komm schon, gib mir das. Brauch das. 7 Unfälle danach noch. Deadline? Du brauchst eindeutig eine bessere Waffe, mein Freund. Er kriegt einfach gegen die Viecher aufs Maul. Ich glaub's nicht. Ja! Das zählt als Unfall. Nice. Perfekt. Gut. Wir haben zwei neue Burschen am Start. Wir haben hier erstmal... wir haben das letzte Mal die 17 genommen, ne? Oder? Nehmen wir hier mal die 23. So, ihr könnt euch jetzt auf die 23 bewerben, wenn ihr wollt. Wir gucken mal, wen haben wir jetzt alles genommen schon? Wir haben die 17, die 23. Fehlt nur noch die 4. Ja, Shorty. Es war schön mit dir, aber... Hau rein. So, nun haben wir auch die 4. Ihr könnt euch jetzt auch auf die 4 bewerben. Wenn ihr glücklich seid, wieso schreibe ich eine 0? So, die 4 wäre auch soweit. Damit können wir auch den Good Big Gamer verabschieden. Hau rein. So, sehr schön. Die Vault ist wieder aufgeräumt. Wir werden jetzt die Leute erstmal wieder an ihren Arbeitsplatz schicken. Terraboy, du arbeitest selbstverständlich da. Ehrengardist, du arbeitest auch da. Es wären somit schon zwei Tiere da, ne? Dann muss ich den Rest da einpacken. Okay, dann haben wir... Awesome Vloggerin. Da muss ich einmal kurz spicken. Da bin ich mir nicht so sicher, ob du schon einen Job hast. Im Wasserwerk arbeitet die Gute. Ja, gut. Awesome Vloggerin. So, wie sieht's aus mit Klamotten? Alles gut. So, dann haben wir Baxi in der Kaffeepause, aber nicht mehr lange, denn du bekommst nämlich deinen... Wieso ist er weggegangen? Wo ist denn das? Wie hieß das denn nochmal? Bikerjacke. Deine Bikerjacke, da sind schon zwei Tiere, das heißt...
Ich schicke dich mal ganz kurz dahin und testen wir mal, wie viele Tiere da rein können. Vielleicht können auch drei Tiere rein, weil es sind ja drei kleine Räume und in einen kleinen Raum können ja, kann ja ein Tier rein. Das ist ein guter Plan, Zero. Das ist ein guter Plan. Dann nehmen wir Aiden Kor. Ich weiß zufälligerweise, dass du im Wasserwerk arbeitest mit einer A-Rüstung. Schon wieder ist es von alleine weggegangen. War das eine A3-Rüstung? Ja, auch noch eine A5-Rüstung, ey. Aiden, ändere das doch. Ich meckere doch schon seit Folgen drin rum, dass du da mit deiner komischen Rüstung arbeitest. Und hat er das geändert? Aiden, wenn, dann bin ich ein Idiot. Wasserwerk. Aiden, hör auf! Hör einfach auf, im Wasserwerk zu arbeiten, verstehst du es? Geht einfach nicht in den Kopf rein. Okay, drei Tiere können da Platz nehmen. Sehr schön. Mr. Grün. Mr. Grün, wo arbeitest du genau? Mr. Grün arbeitet in Elektrankenstationen. Hier, ja, das ist das Forschungslabor. Zero, das ist das Forschungslabor. Das ist die Krankenstation. Und du, Max Mendlop. Max Mend, du arbeitest in der Krankenstation. Hey, lauf doch nicht weg. So, easy going. Fall lazy, Alter. Fall lazy. So. Ich glaube, dann haben wir alle, ne? Ja, nice. Gut. Ich würde sagen, dann schicken wir die letzten raus und dann kümmern wir uns langsam um die Lunchbox. Gucken mal, was da drinnen ist. Bin schon ganz gespannt. Aber ach, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alle rausgeschickt habe, und dann werden wir noch ein bisschen was in der Wall tun. Bis gleich. Das war ja wirklich mein Team verliert gegen Jack. So, da sind wir wieder. Ich habe Double X, seltsamerweise hatte Double X seine Narbe verloren. Ich habe jetzt eben die Narbe gegeben. Hattest du noch etwas anderes gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte ja eigentlich jetzt noch lustigerweise ein Bart reinmachen, aber eine Narbe zieht jetzt Bart. Leider. Ich schicke dich erstmal so los, sag mir nochmal, was gefehlt hat, dann kriegst du das natürlich gratis wieder ersetzt. Und auch dich schicken wir los mit 2515. Wir gucken uns den Rest mal an. So. Wir haben hier Dustin mit 0, er hat nichts gekauft. Wir haben hier Kiri mit 2515. Wir haben Hassan mit 2515. Wir haben Mrs. Unknown mit... Man weiß es nicht. Mit 7 Redaway, Mike mit 2515 und ansonsten haben wir hier halt noch die ganzen Mr. Handys, die immer noch laufen. Oh, er kommt zurück. Kommt zurück. So, und solange wir warten, werden wir selbstverständlich noch die Lunchbox öffnen. Mal gucken, was wir da so haben. Okay, Leute, wünscht mir Glück. Wir haben ewig nichts Gutes mehr bekommen. 100 Kronkorken. Ein Redway. Das ist noch nichts Gutes. Eine Golduhr. Findet ihr auf dem Marktplatz. Eine Militärbekleidung. Löschig. Schwerer Vaultanzug findet ihr nun auch auf dem Marktplatz. Kann gekauft werden. Ich bin begeistert. Immerhin P7 Rüstung. Damit kann man einiges an Geld verdienen, wenn man denn so viel Geld ausgeben möchte, sie zu kaufen. Ich weiß auch nicht. 5000? Irgendwie so um den Dreh bestimmt. Mal gucken. Ja, ansonsten laufen die hier fröhlich jetzt vor sich hin. Du bist erwachsen geworden, habe ich gehört. Ja, dann schicken wir dich mal vor die Tür. Ich möchte nämlich am Ende der Folge wieder alle zeigen, die derzeit zur Verfügung stehen. Erkunde bitte, du kommst zurück. Ich weiß nicht, wem du gehörst. Geh zum Friseur. So, wie sieht es mit dem anderen Kind aus? Ist auch erwachsen geworden, das ist gut. So, ich musste ganz kurz fliehen. Jetzt bin ich wieder da. Oh mein Gott. So, ich hoffe, währenddessen ist niemand gestorben. Wir gucken einmal kurz nach. Einer am Start, okay, perfekt. Huh. Ach, erkundet noch. Sorry. Kommt zurück. Da war doch noch eine zweite Person, ne? Erkunden, kommt zurück, ja.
So, sehr nice. Wieso ist das hier nicht besetzt? Ist hier jemand noch auf freien Fuß? Kaffeepause da. Serana ist noch auf freien Fuß. Habe ich dich nicht reingesetzt, meine Liebe? Ja. Da ist perfekt. Aber wir haben immer noch. Bitte was. Guckt sie euch an. Sie sind auf Ödlandstour. Ja, die telefonieren dahin. So sieht's nämlich aus. WTF? Das nennt ihr Ödlandstour? Die verstecken sich hinterm Stein. Das tun sie. LOL. Die verstecken sich einfach hinterm Stein. Ich glaub's nicht. Naja, anscheinend haben wir hier niemanden, der stark genug ist aus dem Double X, der vielleicht jemanden im Ödland finden kann. Ja, ich würde sagen, dann ich glaube, wir haben sonst nichts weiter. Dann würde ich jetzt noch mal ein bisschen warten. Und hoffen, dass da irgendwann mal irgendwas Ödlandmäßiges passiert, ne? Joa, gut. Warten wir noch einen Augenblick, ne? So. Haben wir es geschafft, ja? Gut. Kiri hat etwas gefunden. Wir betreten die Red Rocket Raststätte. Kiri, einer der Personen, die sich immer... Ups, sorry. Ausrüsten. Hab grad wieder was getrunken. So, eliminiere die Raider. Die Raider. Mist, hier ist nichts. Du da, bist du aus einem Vault, oder? Sag mir sofort, wo der ist. Die Raider. Ich bin nur wegen der Beute hier. Gibt's an der Nummer 2 bleifreies Benzin? Ach, gibt's an der Nummer 2 bleifreies Benzin? Tut mir leid, mein Vault ist voll. Versuch's auch woanders. Beachte mich gar nicht, ich verschwinde mal wieder. Tut mir leid, meine Vault ist voll. Versuch's doch mal woanders. Wenn ich damit fertig bin, ist das Ding leer. Na gut, schade. War ein Versuch wert. Vielleicht hat er mir das Beste gegeben, was er jemals gefunden hat. Ehrlich gesagt... Oh Gott, das ist ja wow. Ich sehe hier keinen Loot. Der muss den Loot bei sich tragen. Er meinte ja auch, hier ist nichts. Ah, der muss irgendwas richtig Gutes am Start haben. Es kann nicht sein, dass hier sonst nichts ist. Das bezweifle ich jetzt mal stark, dass hier nichts ist. Wir machen das. Wir machen das, kein Problem. Vielleicht kriegst du noch einen kritischen mit Glück 1. Oh je. Also ich kann euch nur den Tipp geben, Leute, trainiert euren Charakter. Wir haben genug freie Plätze, ihr könnt alles Mögliche trainieren. Aber ihr seht schon, wenn ihr bessere Werte hättet, würdet ihr auch... viel mehr aushalten, schneller schießen, bessere Sachen finden. Das Ganze, das alles ist abhängig von eurem Wert. Und Kiri ist stark. Kiri hat sehr viel Stärke, aber das war's auch. Also ich empfehle euch, trainiert ein bisschen. Dann wäre dieser Kampf jetzt auch nicht so ewig lang. Und ihr würdet den Back sparen. Komm schon, gib mir einen kritischen. Ich möchte wissen, was der am Start hat. Kann ja nicht sein, dass er nichts hat. Na komm. Mach ihn tot. Oh, 3 Stimpacks schon verschwendet. Oh, kritischer, danke Gott. Vorlaut Gott. Dreifacher. Egal, tot ist tot. Genug Aufregung für heute. 2 Nuka Cola Quantum. Mit 20 kannst du dir eine Lunchbox kaufen. Sehr nice. Ihr könnt auch untereinander easy mit Lunchboxen, Nuka-Cola-Flaschen handeln. Das heißt, wenn jemand Nuka-Cola-Flaschen hat, könnt ihr ihm sie auch einfach abkaufen. Je nach Preis, ne? So ist es nicht. Es ist also auch ein Handelsgut.
Ja, damit haben wir es geschafft. Das war der letzte Ödlandsausgang. Jede Truppe kriegt immer nur einen und mit ein bisschen Glück manchmal auch zwei, je nachdem, ob wir gleich während des Wartens, bis sie zurück sind, noch einen finden. Kam alles schon mal vor, kann wieder vorkommen. Der 100 Grad rumgebackt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, alle sind zurückgekehrt. Damit ist die Vault quasi abgeschlossen für heute. Allerdings gucken wir uns natürlich gleich noch die Items an. Double X kommt zum Schluss, weil dann kann ich ihm die Items gleich eintragen, die er gefunden hat. So sieht es derzeit bei uns auf und halt jetzt den Notfallauf. Habe ich echt keinen Bock drauf. Das ist schon ein bisschen cooler. Naja, das wird, glaube ich, noch ein paar Tage dauern. Öl, Spezialstatistik, ja. Gut, ich möchte zum Abschluss. Damit alles funktioniert, damit ich alles wirklich perfekt eintragen kann für Double X, möchte ich die Zeit resetten. Das heißt, wir gucken einmal ganz kurz Tagesbericht in 10 Stunden und 33 Minuten. Das heißt, wir gehen einfach mal auf den 7. um 20 Uhr 33. So, ich glaube, ich habe zu viel gemacht, ne? Egal. Ah, oh, ich bin so blöd. Gehen wir nochmal 12 Stunden vor. So resettet man nicht Zero. So. Man resettet anders die Zeit. Also, 23 Minuten noch. Zeige ich jetzt, wenn man die Zeit resettet, sodass alles wieder ganz normal funktioniert. Auf 9:03 Uhr gehen wir hierfür. Hallo? Da. So, wir lassen das jetzt mal offen hier. So. Das heißt, noch glaubt das Spiel, wir haben den 8.9.9:30 Uhr. Jetzt setze ich die automatische Zeit wieder ein. Die Musik bleibt stehen, das ist ganz normal. So. Und dann sammeln wir den Tagesbericht ein. So, ab diesem Zeitpunkt, sobald ihr einen Tagesbericht einsammelt, speichert er das Spiel. Was bedeutet, dass er auf meinem Spielstand jetzt wieder der 28.8. ist. Ist es schon nach 0? Du Scheiße. Okay. So, das heißt, alles ist geregelt, die Musik ist zwar aus, aber das macht jetzt nichts mehr, weil wir brauchen ja den Bug eh nicht mehr. Okay. Wir gehen mal zu. Wir gehen mal kurz ins Hauptmenü, damit alles wieder sichtbar ist, weil das geht einem auf den Sack. Und dann gehen wir da rein. So, alles ist repariert. Das Spiel glaubt jetzt, dass wir wieder denselben Tag haben, wo wir quasi angefangen haben aufzunehmen. Nur, dass halt ein paar Stunden vergangen sind und wir Lunchboxen kassiert haben und den ganzen anderen Kram. So, das heißt, adios, Bug. Und hallo, Kiri. Kiri, du hast in deinem Inventar genug Platz auf jeden Fall. Genau 5 Stück. Du suchst gar nichts, deswegen gucken wir mal. Du kriegst auf jeden Fall 430 dazu. Ninja-Outfit klingt schon mal gut. Kannst du wahrscheinlich nicht anziehen. Ist wahrscheinlich erst nur für Männer. Einfach weil du sonst spezifische Körperteile sehen könntest. So, dann. Ich gebe dir mal ein Mikroskop mit. Das verbesserte Sturmgewehr und den Ninja-Outfit. 150 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Kronkorken. Wir sammeln ein. Mike. Oh, dieser Bug. Gehen wir zu Hassan, den ich rechtzeitig gerettet habe. 8680 Kronkorken plus 610 Kronkorken. Hassan, du hast Platz von 6 Stück. Das heißt, wir gucken mal. Soldatenuniform ist nicht so cool. Gehärtete Kampfflinte brauchen wir eigentlich gar nicht mehr in der Vault. Wir haben da schon bessere Sachen. Ja, eigentlich nicht so viel Gutes, ne? Ja, aber jetzt eine gehärtete Kampfflinte und ein Globus. Ich gebe dir einen Superkleber, gehärtete Kampfflinte von 13 bis 16 Schaden und ein Globus. Und wir sammeln dich ein, Mr. Handy, wir sammeln dich ein. Double XO, dich machen wir gleich erst, damit ich dich eintragen kann. Business Unknown. 1755 Kronkorken plus 210 Kronkorken, Mrs. Unknown. Du kannst höchstwahrscheinlich nichts tragen, oder doch? Wieso kaufst du dir nichts? Verstehe ich nicht.
Komm, ich gebe dir hier mal Schrott hier dann. Dann weiß ich, dass du was im Inventar hast. Kamera und Schaufel. Einsammeln. Mike. Mike ist übelst voll. Mike, du kriegst gar nichts außer 500 Kronkorken und den ganzen Schrott. Wir verkaufen hier. Ja, 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 ja. So, Mike. 100, 200, 300. 350 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Kronkorken. Das ist das, was du trägst. Wir sammeln dich ein. So, ist Double X jetzt der letzte? Nein, da haben wir doch noch einen. Dustin. 1286 Kronkorken plus 110 Kronkorken plus einen Superkleber und 4 Kronkorken. So, Double XOR. Was sucht der Double XOR? Oh, Hassan hat auch was gesucht. Schaufeln. Verdammt! Beim nächsten Mal, alles gut. Den Rest kannst du immer noch kaufen. So. Ansonsten, weißt du was, Hassan? Ich guck mir gleich das Video nochmal an und dann behältst du alle Schaufeln, die du gefunden hast. Was sagst du dazu? Guck einfach in deinem Inventar, wenn die Folge draußen ist, dann siehst du, wie viele Schaufeln du gefunden hast. So, WXO sucht Mikroskope, Platinen und Giddies. Wir verkaufen erstmal sein unnützes Zeug für 580 Kronkorken. Kann ich mal direkt eintragen. Das stimmt schon nicht mehr, keine Sorge, ich hatte das alles schon runtergeschoben. Plus 580 Kronkorken. So, dann plus 11.074. Plus 11.074. So, dann gucken wir mal. Was wolltest du jetzt alles haben? Mikroskope, Platinen und Giddies, okay. Ja, Mikroskope haben wir. Giddies nicht so wirklich. Offiziersbekleidung kannst du behalten. Das kannst du auch behalten. Ich gebe dir zwei schicke förmliche Kleidung, ein Mikroskop und eine Offiziersbekleidung. Ja. Das traue ich da gleich ein. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 Kronkorken plus. Warte, Moment, ich trage das direkt mal ein hier. Plus 700. 2, 4, warte, noch von. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kronkorken. Peanuts zählen immer dazu, Freunde. Peanuts sind wichtig. Das wissen wir alle. So. Dann kriegst du schicke förmliche Kleidung. Schicke förmliche Kleidung mit L5. Davon gebe ich dir zwei Stück mit. Dann kriegst du ein Mikroskop. Das wolltest du ja so dringend haben. Mikroskop. Mikroskop. Was soll das Kader? So. Und du bekommst auf jeden Fall noch eine Offiziersbekleidung mit S5. Eine Offiziersbekleidung mit S5. So. Natürlich kriegst du noch 5000 Kronkorken von deinem Mr. Handy. Werden natürlich gleich auch mit eingetragen. Plus 5000. Zack. Somit hast du 17.366 in dieser Folge gemacht. Das ist schon not bad. Boom. Oh, noch ein Unfall. Oh, wieso immer da unten, ey? Du, schnell. Haben wir Stimpacks? Ja. Sehr schön. Dustin. Go, go, Dustin. Go. Nein, es ist zu spät. Fuck. Geh dahin. Du gehst da runter. Haben wir hier noch jemanden in der Nähe? Geht alle runter, ich muss Unfälle aufhalten. Geh hoch. Halt diesen Unfall auf. Allesamt. Schon, komm schon, komm schon. Hat er es geschafft? Hat er es rechtzeitig geschafft oder sind sie weg? Er ist geschafft. Er war doch schon im Raum. Er hat gequält. Das Spiel quält mich. Ja,
Kill 14 14 und Aeroflasher, ihr bekommt den Durchschnittswert für Torsteher, außer Aeroflasher, der fliegt. Tschüss, Aeroflasher. Tja, du hast mir zwar geschrieben, dass du aktiv sein willst, warst es zwei Folgen nicht. Kann ich auch nichts ändern. Für alle, die mitmachen wollen, wir haben hier die 04, für die ihr euch bewerben könnt, die 23, für die ihr euch bewerben könnt, die 17 und bei der 14 müsst ihr die Bruderschaft direkt fragen. Wir gucken nochmal nach den anderen Mr. Handys. Der von Kill 14 14 läuft noch ein paar Stunden. Der Double X-Agent auch. Da kriegt ihr aber trotzdem alle 5000 Kronkorken, macht euch keine Sorgen, der ist schon zurückgekehrt. So, und ihr müsstet echt Namen vergeben, weil ich weiß nicht, wer wer ist und es wäre ein bisschen schade, wenn einer von euch plötzlich schuld dran ist, dass der andere stirbt. Mr. Handy und Mr. Handy. Beide sind noch fit, das ist ganz gut. Deswegen kann ich sie jetzt noch einfach da reintragen, wo ich möchte. Später geht das natürlich nicht mehr. Aber Double X müsste den Überblick haben. Wir haben drei Leute, die Mr. Handy heißen. Einer ist schon ein bisschen angesenkt. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wem der gehört. Double X, schreibt mir mal, wem wer was gehört. Und Leute, gebt denen einfach Namen. Oder ich werde die einfach per Nummern dann eurer Nummer zuweisen, damit ich weiß, wem der gehört. Wäre ganz cool, Double X, wenn du mir das sagen würdest. Weil du siehst, wir kommen so nicht weiter. Irgendwer wird sein Mr. Handy verlieren und ich weiß nicht, wer das sein wird. Und das wäre ein bisschen blöd. So, gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns am Donnerstag schon wieder zu der nächsten Folge. Diese Woche kein Marktplatz-Stream. Und dann gucken wir mal, ob das neue Internet das aushält. Ich bin mir da nicht so sicher. Wir haben momentan nur 4K-Upload. Es wird sich erst so um den Dezember, November ändern. Da kriegen wir dann 60K-Upload. Und dann können wir auch zu 4-5 streamen, keine Ahnung. Wir haben hier LAN-Party ein und alles streamen. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns Donnerstag wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.